und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Queerstylity und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur Videokooperationsreihe Hashtag zusammenbasteln. Ja, es ist mal wieder soweit, ein neuer Monat hat angefangen und dementsprechend gibt es heute auch ein neues Video mit einem Craft-Update von 3 Basteleien von den anderen, die sie im letzten Monat gezeigt haben. Und einer neuen Bastelei von mir, die ihr dann wieder nachbasteln könnt, wenn ihr möchtet. So, und dann legen wir einfach mal los. Und zwar mit der Bastelei von der lieben Maike vom Kanal Ferimana. Und zwar hatte die ja diese laminierten Pflanzenstecker gemacht. Da ich akut aber eigentlich keine Pflanzenstecker benötige, hatte ich jetzt nicht unbedingt große Lust, mir welche zu basteln, aber ich habe diese Technik mit dem Einlaminieren trotzdem genutzt. Und zwar habe ich hier diese kleine Box mit Sichtfenster gemacht und in dem Sichtfenster einlaminiert habe ich so ein paar Blumenpailletten. So, und wenn man da jetzt in die Box was reintut, so, zum Beispiel diese kleine Scherenschlitzschere, und man klappt das Ganze dann wieder zu. Dann hat man diesen tollen Effekt. Und ich denke, das werde ich tatsächlich in nächster Zeit öfter mal benutzen, weil das eigentlich sehr, sehr cool aussieht. Also vielen Dank für diese Inspiration, liebe Maike. So, das da wieder raus. Und das zur Seite. Als nächstes habe ich hier dieses kleine Mini-Art-Journal, was das liebe Tienchen vorgestellt hat. Ich habe jetzt hier Motivpapier genommen, aber jeweils nur einseitig bedruckt ist, sodass eine Seite dann immer leer ist, die man dann noch gestalten kann. Und ich habe dann vom heutigen Bastelprojekt so ein bisschen die Restverschnitte vom Papier schon mal mit eingeklebt. Und damit schon mal so ein bisschen vorgestaltet. Und ich fand die Idee eigentlich ganz toll, dass man einmal so einen Hintergrund hat, der mehr oder weniger schon so ein Thema vorgibt und dann noch die leere Seite, die man dann auch noch passend dazu gestalten kann. Man könnte zum Beispiel hier von Hand auch das Muster weiterführen und dann draufzeichnen oder irgendwas malen, was mit dem Thema oder mit dem Motiv zusammenpasst. Ja, habe hier auch teilweise so Motivpapier, wo schon so eine Landschaft drauf ist, da kann man bestimmt auch ganz toll mitarbeiten. Ja, so viel zu dem kleinen Mini-Art-Journal. Und dann zu guter Letzt noch die Heißluftballonkarte von der lieben Christine Kreativ. Und zwar haben die diese Karten mit diesen Heißluftballons gemacht und ich habe einen nachgebastelt mit dem Heißluftballon in Herzform und habe dann hier unten das Fly hingeschrieben, was bei mir dann die Abkürzung für First Love Yourself, also zuerst liebe dich selbst. Ja, und ich finde die eigentlich totschick. Jetzt muss nur noch ein Anlass kommen, zu der ich sie verschicken kann. So, das Nachbasteln hat mir wieder sehr große Freude bereitet. Ich lege euch die Sachen nochmal hier hin, damit ihr sie sehen könnt. Am besten andersrum, damit ihr sie auch nicht auf dem Kopf seht. So. Genau, also die Karte, die kleine Box und das kleine Mini-Album. So. Und dann kommen wir auch schon zu dem Projekt, was ich heute für euch gebastelt habe, was ihr nachbasteln könnt. Und zwar habe ich diesen kleinen süßen Mixed-Media-Hut für euch gemacht. Und wie ich den gemacht habe, das seht ihr jetzt. So, dann legen wir auch mal los. Und alles, was ihr erstmal für den Grundbau von diesem kleinen Hut braucht, ist eine leere Klopapierrolle und so ein Stück Pappe. Ich habe jetzt einfach so einen Flügel von so einem Versandumschlag geholt. Den drehe ich jetzt einfach mal um und dann fangen wir erstmal damit an. Das war die Klorolle halbieren. Dafür steche ich hier einmal ein. So. Und dann schneiden wir einmal drumherum. Und dann drehen wir es vielleicht doch erstmal so rum, weil zuerst machen wir den Deckel. Ja, brauchen wir mal die Heißklebepistole, die braucht noch ein bisschen.
Hier gerade irgendwo ein Stück Folie rumfliegen. So. Irgendwas fliegt doch immer in den Händen. Gut. So, und dann machen wir hier einmal Kleber auf den Rand. Und dann drücken wir das einfach hier auf die Pappe drauf. So. Kurz antrocknen lassen. Und dann wird das Ganze ausgeschnitten. Damit hat unser Hut einen Deckel. Ja, da hat jetzt hier oben ein kleines Loch gekriegt, aber das ist nicht weiter dramatisch. So, jetzt legen wir das Ganze mit dem Tuch nach unten. Ja, und jetzt machen wir das gleiche nochmal, allerdings mit ein bisschen mehr Abstand zum Rand, weil jetzt kriegt unser Hut eine Krempe. Einmal wieder mit dem Heißkleber. Rundherum und aufsetzen. Und jetzt schneiden wir die Krempe raus. Einfach mit gleichmäßigem Abstand. Mitte. So. Und damit ist unser Grundbau auch schon fertig. So, im nächsten Schritt verkleiden wir das Ganze mit Pappmaché. Und zwar habe ich diesmal kein Zeitungspapier. Oder nehme ich dieses Mal kein Zeitungspapier, sondern alte Buchseiten, die ich in Stücke gerissen habe. Und dann habe ich hier wieder meine schöne Leim-Wasser-Mischung. Und dann pinsel ich jetzt damit mal meine Oberfläche ein und dann wird das Ganze mit Pappmaché verkleidet. Pappmaché eingekleidet ist das Ganze jetzt. Das lasse ich jetzt gut durchtrocknen und dann sehen wir uns mit dem getrockneten Hut wieder. Okay, der Grundbau ist jetzt gut durchgetrocknet und wie ihr seht, habe ich hier schon wieder ganz viel neues Zeug stehen und wieder meine Heißklebepistole da, denn jetzt geht es ans Dekorieren. Ich habe hier so ein paar Knöpfe drin, hier habe ich so ein paar Perlen und dann haben wir hier außerdem auch noch Band und ich glaube, mit dem Band fange ich direkt auch mal an. Und zwar werde ich das so rumlegen, dass man das auch im Schleifen machen kann. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Erstmal suche ich mir hier so eine Zuckerseite raus. Ja, hier kann man so die Schleife hinlegen lassen. Das heißt, ich fange mit dem Band auf der Rückseite an. Ich würde sagen, damit sind wir fertig. So.
So, ihr Lieben, das hier ist jetzt der fertige Hut. Den könnt ihr natürlich so lassen und einfach zur Deko aufstellen irgendwo. Ihr könnt aber genauso gut hingehen und könnt ihn quasi auf einem Haarreif festkleben und könnt ihn dann zum Beispiel als Kostümierung oder auch einfach nur als ausgefallenen Kopfschmuck tragen. Das überlasse ich euch. Was ich mache, weiß ich noch nicht so ganz. Ich lasse ihn jetzt erstmal so und wenn sich daran was ändern sollte, lasse ich es euch wissen. Ansonsten schaut auch gerne bei den anderen Mädels vorbei. Die haben ganz bestimmt auch wieder ganz tolle Sachen gebastelt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Dann könnt ihr hier wie immer den Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.